Hallo und herzlich willkommen zurück zu Ultima 9. Wir haben, nee, das Siegel haben wir nicht, aber wir haben einen Kelch, der erst zum Siegel werden muss. Vorher können wir den Schrein nicht reinigen und die Leute hier müssen den Kelch zum Siegel machen. Lasst uns mal mit ihm reden. Hallo, ja. Mein Freund. Ich habe den Kelch der Ehre zurückgebracht. Wirklich? Kann ich ihn sehen? Tut mir leid. Das ist nicht der Kelch der Ehre. Dieser Kelch ist sehr einfach und verströmt keine Aura. Ich fürchte, man hat euch betrogen, mein Freund. Dieses Gefäß wird zum Kelch. Es braucht nur die Ehre der Menschen, um es zum Kelch zu machen. Wie ich schon sagte, ihr seid betrogen worden. Zu meiner Schande habt ihr den Kelch allein suchen müssen. Wäre ich mit euch gegangen, hätten wir den wahren Kelch vielleicht gefunden. Lebt wohl. Okay, ich habe mich geirrt. Wir müssen nicht mit ihm reden, aber mit wem dann? Mit dem Schmied bestimmt nicht. Hätten wir sonst noch irgendeinen Paladin hier? Okay, wir reden einfach erstmal mit allen, die wir zu finden. Hätte ich vielleicht doch mit dem Schmied noch reden sollen. Der Krämer? Er auch nicht. Sagt mal, seid ihr nicht der merkwürdige... Nein. Ihr seid der Avatar. Lebt wohl. Lebt wohl. Der Fremde, das war dieser Spion, den wir gefunden haben. Um den haben wir uns schon gekümmert. Okay, also der war auch nicht, aber es war auch irgendwie klar. Mit dir kommen wir ja nicht nach Hause, reden. Im Dunkeln. Ja. Ja. So, was ist mit dem, wie hieß er? Dem Paladin seine Frau? Das dauert mir zu. Seid gegrüßt, oh. Avatar. Ihr müsst etwas getan haben, das niemand von uns geschafft hat. Die Geister scheinen sich beruhigt zu haben. Ich höre sie nachts nicht mehr. Ich danke euch, Avatar. Okay, der hat auf jeden Fall schon was Neues. Weil die Geister haben mich doch angegriffen, oder? Seid gegrüßt, Avatar. Ich weiß, dass ihr viele edle Taten vollbracht habt, aber warum habt ihr eure Zeit mit diesem nutzlosen Becher verschwendet? Jeder weiß, dass er bedeutungslos ist. Was meint ihr? Der Becher ist das Symbol der Ehre. Ehre? Vielleicht hat das vor Hunderten von Jahren was bedeutet, aber jetzt nicht mehr. Ihr hört euch genauso an wie der Kerl, der hier vor kurzem vorbeikam und nach den Paladinen fragte. Er schwafelte ständig was von Ehre. Ich wette, er ist immer noch in der Herberge da drüben und schwafelt allen die Ohren voll von wegen Ehre. Okay. Siegel in die Statue stellen? Das ist irgendwie neu und hat irgendwie keinen Sinn zu den anderen Dingen. Wie stelle ich das Siegel in die Statue? Das ist zwar nicht das Siegel, aber ihr müsst es der Statue zu Füßen legen. Ich sage euch aber, das hier ist nicht der Kelch der Ehre, sondern nur ein Becher. Ihr habt recht. Keine Ahnung, was ich dachte. Ich bin froh, dass ihr zustimmt. Da war noch so ein Kerl, tauchte hier auf und wollte die Paladine sehen. Er schwafelte ständig was von Ehre. Wenn man ihm widersprach, ging er einem so lange auf die Nerven, bis man's aufgab. Ich wette, er ist immer noch in der Herberge und schwafelt was von Ehre. Ich muss von dannen ziehen. Okay, diese Gesprächsoptionen haben nicht irgendwie zusammengepasst. Es ist ein bisschen schade, dass wir das nicht richtig hingekriegt haben. Aber anscheinend müssen wir den Kelch vor den Füßen irgendeiner Statue stellen. Ich weiß aber noch nicht welche. Und mit dem einen Typ müssen wir wahrscheinlich auch reden, der in der Herberge ist und von Ehre redet. Die zwei Sachen haben anscheinend fast miteinander zu tun.
der Wachmann vor der Bastion sagte mir, dass ich den Kelch nur der Statue zu Füßen stellen brauche, um ihn richtig zu positionieren. Der Wachmann erwähnte außerdem einen Mann, der sich intrinsik nach dem Paladin umgehört hat und ständig über die Ehre redet. Ich kann ihn vermutlich in der Herberge finden. Okay, aber welche Statue war jetzt gemeint? Ich erinnere mich nicht, dass es hier irgendwo eine Statue gab. Oder müssen wir zu dieser Dings gehen, da wo wir auch Dings gefunden haben. In dieser Festung der Paladine. Hier gab es doch nichts. Also hier gab es doch nichts von Dings, von wegen. Ich bin gerade am Überlegen, wo diese Statue sein sollte. Weil ganz ehrlich, ich glaube, ich gehe mal in die Festung rein. Da, wo wir das Ding gefunden haben. Und danach reden wir mal mit dem Typen in der Herberge. Wie gesagt, da hat irgendwie eine Gesprächsoption gefehlt. So hat es jedenfalls den Eindruck gemacht. Und wenn nicht, müssen wir hier nochmal schauen. Ob wir nicht doch irgendwo diese Statue finden, von der gemeint hat. Ich hätte die Karte vielleicht nicht so schnell wegwerfen sollen, oder? Ah, ne, hier ist der Eingang schon. Schauen wir mal, ob es hier drin ist. Nochmal einer. Yay. Du Prinz Ascher war's, was wir hier gefunden haben. Aber da war doch auch keine Statue. War die doch intrinsik drin? Aber wenn ja, wo? Nö, also hier ist auch keine Statue. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ein wenig verwirrt. Allerdings bin ich mir relativ sicher, dass es wichtig ist, dass wir die da hinstellen. Weil sonst hätte er das nicht irgendwie gesagt gehabt. Und der Typ, der immer von der Ehre redet, der könnte dafür verantwortlich sein, dass der Kelch dann auch wieder zur Dings wird. Reden eigentlich? Haben wir mit dir schon geredet? Trete zur Seite! Naja, ich glaube, mit dir haben wir schon geredet. Vielleicht ist es das da hinten? Aber das sieht auch nicht wirklich danach aus. Oder in der Herberge bei den verschlossenen Türen. Kann aber eigentlich auch nicht sein, oder?
her hinten? Nee, also... Ich weiß nicht, was die gemeint haben mit Füßen. Mit Stator vor den Füßen legen. Die da hinten, diese Statue da. War die vielleicht gemeint? Kann das sein? Dass wir einfach die hätten nehmen müssen? Das ist die einzige Statue hier. Und die war direkt dann hier neben gestanden. Okay, probieren wir es mal. Ja, wie gesagt, das ist die einzige Statue, die ich jetzt gefunden habe. Und die war ja direkt daneben. Ich glaube es ja wohl nicht. Okay. Also das hat auf jeden Fall schon mal gepasst. Ihr loser Narr! Was sind der, bevor wir dich töten? Die Geister sind doch, naja. Du warst töricht genug, und ich dachte, die Geister wären beruhigt, wie der eine gesagt hat, aber... naja. So. Mit wem müssen wir jetzt reden, Herberger? Du? Nee. Hey, das ist aber ein netter Krug dort. Warum... Zenovia, kommt ihr kurz her? Ich wollte euch etwas erzählen. Nee. Aber vielleicht ist eine der Türen jetzt hier offen? Dass wir den da finden? Ja, also die ist jetzt offen. Das wird der hier sein, wahrscheinlich. Okay, jetzt bin ich ja mal gespannt, was der zu berichten hat. Ich habe große Schwierigkeiten. Phasenspinnen haben den Weg durch die Pforte gefunden und fallen in mein Haus ein. Ich würde die Pforte ja selber schließen, aber das können nur Paladine. Meine Familie kämpfte vor langer Zeit für Trinzig. Ihr wurde versprochen, dass ihr in Notzeiten geholfen wird, aber niemand löst dieses Versprechen ein. Bitte helft, einen der Paladine zu überzeugen, sein Wort zu halten und mir zu helfen. Ja, das machen wir. Ich werde Hilfe holen. Zumindest einer der Paladine muss noch Ehrgefühl besitzen. Ich danke euch, Avatar. Ich werde zu meinem Haus zurückkehren und sehen, was ich tun kann. Wenn ihr Hilfe findet, kommt bitte zu meinem Haus. Es ist auf der kleinen Insel südöstlich der Stadt. Ja, da waren wir schon und wir haben schon mit diesen Phasenspinnen gekämpft. Jetzt müssen wir zu diesen einzigen Paladin in der Stadt. Ich meine, das war ja... auch relativ klar, dass wir irgendwas mit dem noch machen müssen. Nun gut. Vielleicht können wir den überzeugen zu helfen. Dann macht er eine ehrenvolle Tat. Indem er ihnen hilft. Und damit wird der Kelch wieder zum Kelch. Aber was wäre jetzt passiert, wenn wir den Kelch nicht in die Statue gestellt hätten? Wäre dann der Kelch auch nicht zum Kelch geworden. Hierher zu kommen? Liebende Schwächlinge, ja, das ist alles nicht so ganz so hundertprozentig genau. Ich glaube, das muss ich mal ausprobieren. Was passiert? Ich habe ja noch gespeichert gehabt. Was passiert, wenn wir erst den Kelch nicht reinmachen, sondern erst zu dem gehen? Ah, wahrscheinlich wird der Paladin dann nicht drauf reagieren oder wie auch immer. Ich habe übrigens auch mal ausprobiert, was passiert wäre, wenn wir Blackthorn die Linsen gegeben hätten. Dann hätte er uns einen nachgeschimpft, gesagt, dass er jetzt alles hat, was er braucht, und Britannia zerstört. Und es hätte so ein Game Over geführt, also wir haben richtig gehandelt. Es ging auch gar nicht anders. Nur so als kleine Seid Info. Seid gegrüßt, Krieger. Was wünscht ihr von Lucero? Ich brauche die Hilfe eines Paladins von Trinzig. Ich würde euch gern helfen, mein Freund, wirklich. Ich weiß nur nicht, ob ich kann. Ich weiß nicht, ob ich noch ein wahrer Paladin bin. Bitte, Lucero, ich brauche wirklich eure Hilfe. Oh, ich weiß nicht. Ich glaube nicht, dass ich euch helfen könnte. Oh. Ja, machen wir mal das hier. Schluss damit, Mann. Euer Selbstmitleid widert mich an. Ich brauche eure Hilfe.
Ihr habt recht. Ich bin von Selbstmitleid zerfressen. Ich widre mich selbst an. Aber was kann ich tun? Wie wär's mit helfen? Bitte, Lucy. Oh, ich weiß... Ah, also nehmen wir das hier. Ihr habt recht, ihr seid kein Paladin, sondern ein Feigling. Lebt wohl. Ein Feigling? Ich bin kein Feigling. Ich habe nur meine Ehre verloren. Ihr braucht einen Paladin. Wie kann ich ein Paladin sein, wenn ich das verloren habe, was mir Ehre verschafft hat? Seht ihr das nicht, Lucero? Nichts kann euch Ehre geben, nur ihr selbst. Ich weiß nicht, ich... Fällt mir die andere Gesprächsoption? Hört auf den Avatar. Er spricht die Wahrheit. Die Ehre ist kein äußeres Symbol. Sie kommt von innen. Seht in euer Herz. Und ihr werdet feststellen, dass ihr nichts verloren habt. Himmel, die Prayers Geist. Wie kann das sein, außer ihr sprecht die Wahrheit? Was soll ich tun? Wie kann ich euch helfen? In der Nähe von Virgils Haus wurde eine Pforte geöffnet, durch die viele Phasenspinnen kamen. Ich brauche euch, um diese Pforte zu versiegeln. Könnt ihr das tun? Ich kann und werde es tun. Ich habe viel zu lange untätig herumgesessen. Ich werde mich bewaffnen und euch beim Haus dieses unglücklichen Mannes treffen. Alles klar. Danke, Dupré. Also, du hast uns schon ziemlich viel geholfen jetzt. Mehr als jeder andere unserer Gefährten. Das hatten wir, glaube ich, auch noch nicht. Ein Mann namens Virgil bat mich um Hilfe. Eine Pforte hat sich außerhalb seines Hauses geöffnet und Phasenspinnen kommen zu Dutzenden dort heraus. Man hatte ihn... die Hilfe der Paladine versprochen, doch keiner von ihnen will das Versprechen einlösen. Wenn ich einen Paladin finden kann, der die Pforte abschließt, kann sein Haus vielleicht gerettet werden. Virgil hat mir gesagt, dass sein Haus sich auf der kleinen Insel südöstlich der Stadt befindet. Ich habe versucht, Lucero, den Paladin-Ritter, zu überzeugen, sich ehrbar zu verhalten und den Schwur der Paladine zu halten, den sie Virgil gegenüber abgelegt haben. Dazu war jedoch die Überzeugungskraft meines alten Freundes. Persönlich Sir Dupré nötig, der offenbar auch im Tode ehrenhaft bleibt. Nachdem Lucero Dupré gesehen hatte, war er einverstanden zu helfen und lässt mich am Haus des Virgil treffen. Dann gehen wir doch mal zum Haus von Virgil. Und... wir haben es nicht geschafft. Viel zu groß, das Ding. Sind wir hier eigentlich auf der richtigen Seite? Moment. Doch, wir müssen eigentlich auf der richtigen Seite sein. Und wir müssen nach Süden. Zu dieser Halbinsel. Und nach Osten natürlich. Irgendwie habe ich gerade den Eindruck, dass ich komplett nach Norden gehe, zurück zum Dungeon. Aber ich scheine mich zu irren. Wir scheinen auf der richtigen Seite zu sein. Aber was heißt richtige Seite? Hier gibt es ja keine falsche Seite eigentlich. Es ist nur eine langgezogene Insel. Aber wo war dann... Da ist die Brücke. Und da drüben ist dann dieses Haus mit diesen Phasenspinnen. Gut. Was das dann aber allerdings gibt, das würde ich sagen, machen wir beim nächsten Mal. Ja, guck mal, da kämpft er schon. Ja, dann würde ich sagen, machen wir hier beim nächsten Mal weiter und helfen den guten Mann. Aber nicht zu sehr, er muss ja selber das machen. Und nur er kann anscheinend das Portal schließen. Gut, dann sage ich mal vielen Dank fürs Anschauen. Macht's gut und bis zur nächsten Folge. Tschüss.